Hallöchen und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, ich habe mal wieder eine Menge an Replays bekommen und mit den ersten beiden Replays leite ich quasi die Scout-Woche ein. Sprich, diese Woche dreht sich alles um Scouts, vorrangig um diese guten Kollegen hier, sprich um die Radpanzer. Den Anfang macht mein Clan, geh sterben, du nervst. Von denen habe ich, wie gesagt, zwei Replays zugesendet bekommen. Beide auf derselben Karte, beide in derselben Runde und die gucken wir uns gleich mal an. Während der Runde lasse ich einfach mal die Kamera aus, weil, ja, gerade Replays mit Radpanzer sind doch immer sehr hektisch und da versuche ich mal so die Hektikquellen so ein bisschen zu minimieren. Ich hatte auch versucht, das Ganze mal Bild in Bild zu machen, weil ja, wie gesagt, beide Replays auf einer Karte sind. Hat, glaube ich, auch 3 Wochen gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Beim ersten Durchschauen ist mir dann jedoch aufgefallen, man kriegt im Endeffekt Kopfschmerzen, wenn man 2 Runden EBRs nach oder gleichzeitig anguckt. Da dreht das Gehirn komplett durch, deswegen lieber nacheinander anschauen und dann mal gucken, was die Herrschaften da fabriziert haben. Ja, zum Radpanzer selber. Das Ding haben wir hier in Form vom EBR 105. Ist ein 10er Radpanzer der Franzosen. Im Endeffekt ist es ein Scout-Panzer. Wir haben einen mittleren Schaden je Minute von 1950 theoretisch. Eine Motorleistung von 27 PS. Und eine Top-Speed von 91 vorwärts, 65 rückwärts. 65 rückwärts ist dahingehend interessant, falls man mal schnell flüchten muss. Und gerade mit der Rückwärtsflucht kennen sich ja die Franzosen aus. Im Großen und Ganzen haben wir bei den Radpanzer zwei Modi. Wir haben einmal den, ja, ich nenne es mal Sprintmodus, sprich, wenn die beiden mittleren Räder, Achse 2 und 3, also im Endeffekt die B- und die C-Achse oben sind, ist er im Sprintmodus und da reicht die höchste Topspeed. Sind die beiden Achsen unten, haben wir den, ja, Kampfmodus, nenne ich es mal. Sprich, dadurch wird der Panzer mobiler. Man sieht es allein schon an der Bereifung. Wir haben auf der A- und auf der D-Achse im Endeffekt vollwertige Reifen. Und B und C sind Metallringe mit, ja, ich nenne es mal Schaufeln. Sprich, wenn die beiden Räder sich in den Dreck wühlen, hat man eine bessere Traktion, eine bessere Haftung, eine bessere Bodenhaftung, eine bessere Bodenleistung und deswegen auch eine bessere Wendigkeit. Der Vorteil bei halt den EBR ist, wie gesagt, die Rückwärtsflucht. Sprich, man dreht einfach den Turm und fährt dann rückwärts mit 65 bzw. 50 km/h, je nachdem, in welchem Modus man gerade ist. Ansonsten sind die Panzer relativ link. Ich mag sie nicht. Ich denke mal, ich gehöre zu den meisten. Die Panzer sind nicht unbedingt beliebt für die Gegner. Wenn man in den Panzer selbst drin sitzt, ist natürlich was anderes. Da macht es schon Spaß, die Dinger mal zu fahren. Ich persönlich komme mit den Radpanzer nicht klar. Ich habe ja den. Könnt ihr gerade mal gucken? Nein, da will ich nicht hin. Ich habe ja den Achter. Den 6x6. Vollwertige Reifen. Und ich habe da so meine Problemchen mit dem Fahrzeug. Gerade wenn man so anderes Fahrverhalten gewöhnt ist, in Form von Forza oder von Project Cars oder weiß der Geier. Und dann kommt man mit so einem Radpanzer daher. Es ist doch ein anderes Feeling, doch ein anderes Fahrverhalten. Es macht mich einfach wahnsinnig und deswegen fahre ich nicht allzu gerne. Er steht im Endeffekt auch in der Garage und verwest und wartet irgendwann auf einen Einsatz. Aber mein Drang dahin ist denn doch sehr bedeckt. Ja, im Großen und Ganzen, wie kommen wir zu den Scouts, zu den Radpanzern? Zwischen den FCM 36 und den Sumoa S 35 gibt es nachher die Abzweigung zum AMX 38.
Und nach den ELC, den Fünfer Scout, das ist ja dieses kleine, süße, flache Ding. Den mag ich wiederum. Haben wir denn nochmal einen Knick drin, einmal zum AMX, zum Vollkettenfahrzeug und dann nachher zu den Radpanzern. Und wenn man sich für den Radpanzer nachher entscheidet, endet man im Endeffekt beim EBR 105. Gut, genug dazu. Wie gesagt, wir gucken uns mal die beiden Runden an und ich lasse einfach mal die Kamera aus. Ja, Karte Westfield. Wir haben eine Zugaufstellung mit, ich habe Klopapier, Angel of War 26 und KBBL Dogmaster. Angel of War und Klopapier im EBR und KBBL im T57. Wo ist er denn? Mensch, der steht hier oben. Ja. Heavy stehen hier oben und Mittlere und Scout stehen hier unten in der Regel. Wir werden uns doch beide Runden, wie gesagt, nacheinander anschauen. Den Anfang macht Klopapier und dann nachher Angel of War. Ich werde auch ab und zu mal in den freien Kameramodus gehen, weil die Spielweise beim Scout ist im Endeffekt fahren und dann Rechtsklick auf den Gegner und feuern. Und in dem Moment kann es halt gut sein, dass die Kamera nach vorne guckt und wir das gesamte Geschehen dann so ein bisschen verpassen. Deswegen, wenn wir nachher am Infight sind, gehe ich mal ab und zu in den freien Modus rein, damit wir auch nichts verpassen. Ja, was schon mal auffällt in der Runde, ist, dass der Gegner quasi, dass unsere Kollegen hier komplett durchfahren lässt. Ich frage mich echt, wo die Mates sind. Da hinten ist schon mal eine Bedshed. Eigentlich schon viel zu spät dran. Und wir sehen, Klopapier wird gejagt vom Gegner EBR. Und das meine ich halt. Jetzt geht der Rechtsklick rein und dann wird einfach nur gefahren und geschossen. Ab und zu mal die Richtung geändert, damit man unter Umständen nicht getroffen wird vom Gegner. Und ihr seht, das Ganze ist schon extrem hektisch. Das ist halt so bei Radpanzer. Die Dinger sind wieselflink. Wir eiern hier mit knapp 90 Sachen durch die Gegend, durch die Gegner. Und ja, der Gegner ist auch so ein bisschen überfordert. Ich meine, das ist jetzt nicht die Standardspielweise von einem Scout. Aber wenn man halt durchfahren kann, warum nicht ausnutzen? Na. Ja, und da war der Gegner AMX, der unseren Klopapier hier rausgenommen hat. Das Ganze jetzt geendet nach ungefähr knapp, ja, etwas über 2 Minuten. 1,6 Schaden, knapp 400 unterstützt und so komplett ohne größere Gegenwehr eigentlich durch die Gegnerbasis gefahren. Wie gesagt, das ist eine Ausnahme mit den Scouts. Das sollte man in der Regel nicht machen. Aber wir sehen allein hier schon, hier ist der STB-1, Bedshed, wo ist sie? Die ist ja auch irgendwo verteilt. Hier 2 kaputte Scouts und wenn der Gegner einen so kommen lässt, warum sollte man das denn nicht ausnutzen? So, zweite Runde, Angel of War, auch wieder dasselbe Spiel, ich denke mal, ich werde die meiste Zeit in der freien Kamera verbringen. Ihr habt es gerade gesehen bei Klopapier. Es ist einfach zu viel los, um da in die Spielerperspektive zu gehen. Und dann das Risiko einzugehen, dass man da irgendwas verpasst. Ich finde auch, das Gen passt irgendwie zum LBR. Wir haben ja Starlight drauf. Wir sehen auch hier anhand der 2 Pfeile, dass Angel of War im Rennmodus ist, im Fahrmodus. What the fuck? Hat einen Verbündeten getroffen, ja Glückwunsch! Das ist so typisch RNG. Mann, gut, dass es keinen Teamschaden mehr gibt. Ja, wir sehen auch, Angel of War konzentriert sich hier auf den Scout. Hm.
Ja, das nächste, was auffällt, ist im Endeffekt, das Ding hat ja keine Ketten, sondern im Endeffekt Reifen. Und ihr habt es gerade gesehen, wenn so ein Reifen kaputt ist, fängt er an zu eiern und man verliert an Geschwindigkeit. Die Laufruhe ist aber gegeben bei dem Panzer. Also der 6x6 ist da wesentlich unruhiger im Lauf, in der Fahrt. Und schön, drei EBRs nacheinander. Ach, nein. Ja, und da ist der nächste Reifen kaputt. Jetzt ist der Reifen richtig kaputt. Und im Gegensatz zu Kettenpanzer bleiben wir mit dem Fahrzeug nicht stehen. Sprich, wir können auch fahren. Geschwindigkeit natürlich verringert. Aber zumindest ist die Bewegung vom Panzer selber noch vorhanden. Da ist gerade Klopapier geplatzt. Elegant überschlagen. Das ist ja auch dieses Theatralische, dieses Stylische, wenn so ein Radpanzer drauf geht. Dieses martialische Überschlagen. Ja, und so ein bisschen aufpassen muss man auf die Dinger auch. Die platzen ziemlich gerne, wenn man irgendwo gegenfährt oder irgendwo runterspringt. Wo ein Kettenfahrzeug das noch aushält, ist so ein EBR mal schnell kaputt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben die beiden doch hier elegant aufgeräumt. Dass der Gegner die auch so durchfahren lässt, das ist absolut unverständlich. Die Artis, die Scouts und alles hier hinten im Rückraum war permanent offen. Und das darf eigentlich nicht passieren. Dafür, dass die beiden Kollegen eigentlich zu überlegen durchgefahren sind, ist das Match ziemlich knapp mit 6 zu 5. So, was machen wir jetzt? Nächsten Angriff. Oder erstmal ausruhen. Erstmal erholen. Erstmal wieder runterkommen. Tief durchatmen. Und das ist wirklich verdammt eng. 7 zu 6. Man muss sich mal vorstellen, die beiden Scouts haben im Endeffekt die Artis gebunden, die Gegner-Scouts gebunden, die Badshot gebunden, jetzt den AMX und den Jagdpanzer gebunden. Und es ist trotzdem relativ eng, das Match. Na, schade. Ja, da haben wir im Endeffekt jetzt das Problem, dass KBBL Reload war. Und der T95 verdeckt war durch das Haus. Deswegen kein freier Schusskanal war. Ich hätte es mir, glaube ich, persönlich verkniffen, da jetzt hochzufahren. Aber irgendwo muss die Reaktion auch kommen. Ja, und das war jetzt ein bisschen ärgerlich. Im Endeffekt, die Knifte war ja auf den T95, aber genau hier diese Kuhle, dieser kleine Vorsprung hat dann im Schuss die Waffe angehoben und damit ist die Kugel drüber geflogen. Das war so ein bisschen ärgerlich. Ansonsten, ja, die Chance war da, den T95 rauszunehmen. Aber halt blöderweise, das so halt auch mit der Nachteil aufgrund der Dynamik vom Panzer, dass jede Bodenwelle zu einer Sprungschanze wird und damit halt die Waffe verreist. Wir sehen es auch, das Rohr ist eigentlich auf dem Maximalpunkt unten. Es hat aber ja, leider nicht ausgereicht. Das war jetzt so ein bisschen blöd. Das war wirklich ein bisschen blöd. Ja, aber nichtsdestotrotz Spiel gewonnen. Der AMX wird auch gleich platzen und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal die Ergebnisse an.
Ja, erste Runde vom Klopapier, war eine dritte Klasse. Ich glaube, die Überschrift passt auch. War eine dritte Klasse, dazu Wirkungsfeuer 49.800 Credits bei 12.000 EP. Von der EP leider nur im Mittelfeld. Vom Schaden auch im unteren Mittelfeld. Aber Angriff mit eingeleitet und Angriff auch erfolgreich, relativ erfolgreich beendet für die Runde. Leider mit Verlust rausgegangen und hier nochmal 8 Schuss, 5 getroffen, 3 durchgegangen. Ja, zweites Replay war eine zweite Klasse, dazu ein Speer, ein Schläger, ein Kämpfer, eine Gratismedaille und die Pascucci-Medaille für 2 zerstörte. Ach, 2 zerstörte Artis in einer Runde. Ansonsten 88.800 Credits bei 5.000 EP. Von der EP auf Platz 1. Knapp vor dem Super Kong, vom Schaden auch im oberen Bereich. Ansonsten 15 Schuss, 10 getroffen, 9 durchgegangen. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, ich hatte versucht, das ganze Bild im Bild zu machen, aber ihr habt es gerade gesehen, mit 2 EBRs in ein Videoformat oder auf einer Leinwand, da kriegt man wirklich massive Kopfschmerzen, deswegen habe ich mir das Ganze verkniffen. So, und hier oben habe ich noch ein paar weitere Replays von Zuschauern. Das hat insgesamt noch, lasst mich lügen, 5 oder 6 Replays mit Scouts und die werden wir uns die Woche jetzt mal so nacheinander angucken. Ansonsten abonnieren, Kommentare voll kritzeln und ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.